Sportblick wird Ihnen präsentiert von Hitkamp GmbH, EDV-Beratung und Lösungen. Hitkamp GmbH. Mit uns als Softwareunternehmen an Ihrer Seite schaffen Sie den Sprung nach vorne. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Sportpick. Die erste Ausgabe übrigens im Jahr 2016. Und damit ein frohes neues Jahr allen Zuschauern und Besuchern von Donner TV. Und mit der ersten Ausgabe geht es gleich richtig wieder los, nämlich mit Fußball. 39. Ausgabe vom Gemener Internationalen Jugendturnier. Und es sind ja schon einige Turniere gespielt worden, denn die Gemener haben ein Turnier, das beginnt bei der F-Jugend und hört bei der A-Jugend auf oder, wie man es heutzutage sagt, von der U9 bis zu U19. Das heißt, alle Turniere werden durchgespielt, alle Jugendmannschaften. Und das ging ja schon los am Freitag. Und das heißt, wir haben bis auf die A-Jugend, bis auf die U19, haben wir ja alle schon feststehend, wer in diesem Jahr die Turniere gewonnen hat. Da fangen wir mal an. Bei der U9, da hat sich der FC Schalke 04 durchgesetzt im Finale mit einem 3:0. Über den SC Stadtlohn. Dann beim U11-Turnier, da lautete der Sieger Spielvereinigung Frieden. Die Entscheidung, die musste allerdings dann im Elfmeterschießen bzw. 9-Meterschießen fallen. Und das Finale, das ging dann mit 2:1 durch für die Spielvereinigung Frieden. Der Sieger beim U13-Turnier, der heißt SG Wattenscheid 09, und das war ein Sieg in letzter Sekunde. Da stand die Uhr auf 0:01 und da fiel der Treffer für die SG Wattenscheid 09, die sich damit den Sieg beim U13-Turnier geholt hat, über den VfL Osnabrück übrigens. Beim U15-Turnier, da hat sich der VfB Waltrop durchgesetzt. Auch hier musste ein 9-Meter-Schießen her. Im Finale hieß es dann gegen Rot-Weiß Essen 6:5. Dann haben wir noch das U17-Turnier. TSV Mahlhülz heißt hier der Sieger. Der TSV hat sich gegen Bayer 05 Uerdingen im Finale mit 2:0 durchgesetzt. Bleibt eigentlich jetzt nur noch das A-Jugendturnier. Und währenddessen wir hier reden und das A-Jugendturnier gleich hier weitergeht, wird gerade hier schön fleißig gespielt, und zwar von den G-Jugendlichen der Westfalia aus Gehm, die G1, G2, also wenn man da so guckt, also mal gucken, vielleicht gibt es ja den einen oder anderen Star, den man dann später vielleicht irgendwo mal bei den ersten Mannschaften sieht, vielleicht sogar in der Fußball-Bundesliga, wer weiß. Aber jetzt gehen wir rein in das A-Jugendturnier, und hier geht es um den Pokal der Stadt Borken, und da sind folgende Teams dabei: Spielvereinigung Frieden, Tupperold, die Jugendsportgemeinschaft Borken-Hoxfeld, TSV Rasfeld, das ist die erste Gruppe, in der zweiten Gruppe Westfalia Gemen, der erste FC Kleve, Fortuna Düsseldorf und DJK TuS Hordel, und in der dritten Gruppe SG Wattenscheid 09, SOS Stadtlohn, BV 04 Düsseldorf, TSV Mahlhülz. Und wenn wir uns die Sieger des diesjährigen Turniers mal anschauen, ne, dann haben wir, oder können wir festhalten, es hat noch keine einzige Mannschaft geschafft, in zwei Jugendbereichen den Turniersieg zu holen. Gibt es auch hier bei der A-Jugend einen weiteren Namen, der noch nicht auf der Siegerliste in diesem Jahr steht? Jugendspielgemeinschaft Borken gegen den TSV Rasfeld. Diese beiden Teams eröffneten das A-Jugendturnier um den Pokal der Stadt Borken. Und gleich zu Beginn ein dicker Bock in der Abwehr der JSG. Das wäre beinahe ins Auge gegangen. Knapp 4 Minuten gespielt, noch immer steht es 0:0. Und kurz darauf dann doch der erste Treffer mit dem Nachschuss, gelingt Borken-Hoxfeld das 1:0. Rasfeld bemüht, den Ausgleich zu erzielen, kommt aber nicht richtig ins Spiel. Und bei dieser Szene hört man, die meisten Fans hat wohl Borken-Hoxfeld in der Halle sitzen. Rasfeld stärker, drängt auf den Ausgleich. Die Schlussphase, noch knapp 30 Sekunden zu spielen. Eckball, JSG und dann einfach mal rennen mit dem Ding. 2:0 für die JSG. Die Vorentscheidung in dieser Partie, plötzlich nur noch 2:1. Dabei blieb es dann auch.
Die nächste Partie, Tupperold gegen die Spielvereinigung Frieden. Anstoß. Und Tor, 12 Sekunden benötigte der Tupp, um mit 1:0 in Führung zu gehen. Frieden brauchte ein wenig, um sich von diesem schnellen Rückstand zu erholen. Kam nach dieser Ecke zum Ausgleich. Frieden, zwar jetzt das bessere Team, musste dann aber noch die Treffer 2 und 3 hinnehmen, verlor mit 1:3, gewann dann aber die weiteren Spiele mit 4:1 gegen Rasfeld, 3:1 gegen Borken-Hoxfeld, sicherte sich damit Platz 1 in der Gruppe A. Zweiter wurde der Tupperold. Für Borken-Hoxfeld und Rasfeld war damit das Turnier nach der Vorrunde beendet. Gruppe B, und jetzt kam der erste Auftritt des Gastgebers Westfalia Gemen. Der bekam es in der ersten Partie mit Kleve 2 zu tun. 3 Minuten und 20 Sekunden dauerte es und dann zappelte zum ersten Mal der Ball im Netz. Gemen geht mit 1:0 in Führung, erhöhte nur 2 Minuten später auf 2:0. Kleve gab sich aber noch lange nicht geschlagen, schlug unmittelbar zurück. Dadurch wurde es nochmal spannend. Beide Teams hatten noch gute Chancen, doch am Ende durfte Gemen jubeln, gewann mit 2:1. Fortuna Düsseldorf gegen den SOS Stadtlohn, das war die zweite Partie in dieser Gruppe 2. Stadtlohn gleich mit der ersten dicken Chance. Den ersten Treffer erzielten dann aber die Düsseldorfer mit diesem wunderbaren Linksschuss genau in den Winkel. Düsseldorf jetzt ein bisschen nachlässig, dadurch die Chance für den SOS, die sofort auch genutzt wird. 1:1, aber auch der SOS Stadtlohn mit Nachlässigkeiten. Düsseldorf nutzt das eiskalt aus, wieder mit links abgeschlossen. Düsseldorf geht mit 2:1 in Front. Das war auch gleichzeitig der Endstand. Düsseldorf musste sich anschließend noch 0:2 gegen Gemen geschlagen geben. Gewann aber mit 5:1 noch gegen Kleve, holte sich damit den Gruppensieg. Westfalia Gemen verlor zwar gegen den SOS Stadtlohn noch mit 1:2, kam aber als Gruppenzweiter eine Runde weiter. Die Gruppe C, Wattenscheid 09 gegen den ersten FC Kleve 1. Die SG hat sich richtig schwer getan gegen den ersten FC Kleve. Hat viele Chancen vergeben, da man häufig zu egoistisch gespielt hatte. Das Miteinanderspielen wurde häufig vernachlässigt, stattdessen viel zu viele Einzelaktionen. Daher dauerte es knapp 5 Minuten, ehe der erste Treffer fiel. Aber auch hier war zu sehen, statt auf den besser Postierten zu spielen, lieber selber versuchen. Wattenscheid war es aber am Ende egal, Hauptsache drin. Die größte Chance zum Ausgleich hatte Kleve in der 7. Spielminute. Freistoß schnell ausgeführt. Wattenscheids Keeper wirft sich in den Schuss, verhindert so das 1:1. Verdient wäre es mittlerweile, denn Kleve jetzt ebenbürtig. Wir sind in der letzten Spielminute. Kleve nochmal mit einer Chance. Die letzten 7 Sekunden. Wattenscheid schnell ausgeführt. Da war sie. Die Entscheidung. Wattenscheid gewinnt mit 2:0. Und dann folgte der Auftritt des Titelverteidigers TSV Mahlhöls gegen den BV 04 Düsseldorf. Es wurde das Spiel mit den meisten Toren. Und das Ergebnis spiegelte auch den Spielverlauf wider. Der Titelverteidiger machte mit dem BV 04, was er wollte, ging nach 40 Sekunden bereits mit 1:0 in Führung. Die Düsseldorfer erzielten kurz darauf den Ausgleich, was dem Titelverteidiger gar nicht schmeckte. Das war einfach nachlässig. Nur kurz konnte Düsseldorf die Partie offen gestalten, dann folgte schon das 2:1 für Mahlhöls und die Maschinerie vom TSV, die schnurrte nun. Es wurde kombiniert, der Ball lief, dennoch dauerte es, bis das 3:1 für den TSV fiel. Die Mahlhölser konnten kombinieren, wie sie wollten, und schon stand es 4:1. Aber damit war noch lange nicht Schluss, es folgte das 5:1. Düsseldorf erzielte das 2:5, den letzten Treffer aber markierte wieder Mahlhöls zum Endstand von 6:2. Es folgte anschließend ein 4:1 über Kleve und ein 6:0 über Wattenscheid 09. Damit eindeutig Platz 1 in der Gruppe C. Platz 2
sicherte sich der BV 04 Düsseldorf, dem das 1:0 über Wattenscheid und den 4:4 gegen Kleve reichte. Und in dieser Partie verführte Düsseldorf schon mit 4:1, hatte Glück, dass Kleve nicht noch den Siegtreffer erzielte. Die Vorrunde ist damit durch und wir haben jetzt mal ganz schnell durchgerechnet. Damit sind 6 Teams in der Zwischenrunde und zwar aus der Gruppe 1 haben sich qualifiziert die Spielvereinigung Frieden und der TuS Bocholt. Beide haben 6 Punkte. Frieden Tabellenführer geworden in der Gruppe 1 aufgrund des besseren Torverhältnisses, nämlich mit 8:5. TuS Bocholt nur einen Treffer weniger erzielt, 7:5. Dann Westfalia Gemen und Fortuna Düsseldorf aus der Gruppe 2 haben sich qualifiziert. Fortuna Düsseldorf übrigens noch in letzter Sekunde Tabellenführer geworden in dieser Gruppe. 6 Punkte, 7:4 Tore. Gemen ebenfalls 6 Punkte, 5:3 Tore. Und die letzten Qualifikanten für die Zwischenrunde. TSV Mörl-Hüls, das torhungrigste Team überhaupt aus der Vorrunde. Hier 16:3 Tore, 9 Punkte. Das einzige Team übrigens ohne Punktverlust. Und an 2 BV 04 Düsseldorf mit 4 Punkten, 7:10 Tore. Und das war gerade ganz schön knapp. 4:1 führte Düsseldorf und lässt sich dann die Butter noch vom Brot nehmen. 4:4, fast wäre sogar noch eine Niederlage draus geworden. Also Glück für Düsseldorf. Das sind die Paarungen aus den Zwischenrunden, die jetzt kommen. Frieden spielt gegen Gemen, TuS Bocholt gegen Fortuna Düsseldorf. Das sind die ersten zwei und die nächsten zwei Partien gleich im Anschluss direkt daran. Jetzt geht es um den Einzug ins Finale. Gespielt wird in 2 Gruppen zu je 3 Mannschaften und ab jetzt auch 12 statt 10 Minuten. Frieden gegen Gemen und die Gemener Fans, sie hofften natürlich auf einen Erfolg ihrer Mannschaft. Gemen mit der ersten Chance. Gemen setzt Frieden richtig unter Druck und hier die nächste gute Chance. Die anschließende Ecke mit Folgen für Gemen. Frieden holt sich den Ball, dann heißt es plötzlich 1:0 für die Spielvereinigung. Gemen versucht alles, um direkt den Anschlusstreffer zu erzielen und fast wäre der Spielvereinigung hier das 2:0 geglückt. Es wurde verbissen gekämpft und für diese Aktion gab es dann die 2-Minuten-Strafe. Ganze 10 Sekunden hat es danach gedauert. Gemen nutzte das Überzahlspiel zum 1:1. Gemen drückte noch 2 Minuten zu spielen, plötzlich 2:1 für Frieden. Gemen wirft alles nach vorne, auch Lukas Tembus, der Keeper, ist vorne dabei, verliert den Ball. Frieden erzielt das 3:1, damit kein guter Start für die Westfalier. Fortuna Düsseldorf gegen den TuS Bocholt, eine Partie, die sich lange hinzog. Düsseldorf, das bessere Team, konnte das aber wirklich nicht richtig ausnutzen. 5 Minuten brauchte die Fortuna, um zum ersten Mal zu treffen. Brauchte weitere 4 Minuten, um auf 2:0 zu erhöhen. Das reichte, um am Ende gegen den TuS Bocholt zu bestehen. Und jetzt der Auftritt des Titelverteidigers. Die Fans zwischen Hoffen und Bangen. Sie hofften natürlich auf einen Sieg, bangten aber wegen der bisherigen Leistung der Mörl-Hülser mit dem eigenen Team, dass es keine Klatsche geben wird. Der Anfang sah allerdings danach aus. 48 Sekunden gespielt, Mörl-Hüls geht mit 1:0 in Front. Gemen aber keineswegs hektisch, baut schön ruhig von hinten das Spiel auf. Und dann dieser Pass, der direkte Abschluss. Beim TSV sieht das anders aus. Ballgewinn und dann geht es schnell und zielstrebig. 2:0. Kurz darauf das 3:0 für Mörl-Hüls. Da hatte man schon das Gefühl, dass sich die Westfalia aufgegeben hatte. Mörl machte nicht mehr als nötig, erhöhte kurz darauf auf 4:0, dann das 5:0. Ehe Gemen noch der Ehrentreffer zum 1:5 Endstand gelang. Für Gemen war damit das Turnier beendet. Mörl-Hüls gewann anschließend gegen Frieden noch mit 4:1, zog als erstes Team ins Finale ein. Frieden stand nun im Spiel um Platz 3. Fortuna Düsseldorf gegen den BV 04 Düsseldorf. Ein Stadtderby auf neutralem Boden endete mit 6 Treffern. 3:3 hieß es am Schluss zwischen diesen beiden Teams. Damit musste sich jetzt im letzten Spiel entscheiden, wer in der zweiten Gruppe ins Finale einziehen wird und wer um Platz 3 spielt. Ein 3:1 würde dem BV 04 reichen, um ins Finale einzuziehen. Ein 2:0 würde allerdings heißen Gleichstand mit Fortuna Düsseldorf.
Beide hätten dann 4 Punkte und 5:3 Tore. Der direkte Vergleich, der ging ja auch noch unentschieden aus. Also müsste dann ein 9-Meter-Schießen die Entscheidung bringen. So oder so, eine Düsseldorfer Mannschaft stünde definitiv im Finale. Nach 2 Minuten stand es für den BV 04 bereits 1:0 und es blieb noch viel Zeit, um weitere Treffer zu erzielen. Es drehte aber mehr der Tupp auf. Mittlerweile knapp 8 Minuten gespielt. Riesenchance für Bocholt zum Ausgleich. Will der BV 04 ins Finale, muss er noch mindestens 2 Treffer erzielen. 10. Spielminute. Der BV 04 erhöht auf 2:0, wäre jetzt gleich mit Fortuna Düsseldorf. Erzielt jetzt Bocholt einen Treffer, dann wäre die Fortuna im Finale. Und so langsam wird die Zeit knapp. Noch 50 Sekunden, Düsseldorf hat es eilig und da ist er, der erlösende Treffer zum 3:0. Selbst wenn der Tupp noch einen Treffer erzielen würde, stünde der BV 04 im Finale. Dann die Schlusssirene, der BV 04 gewinnt mit 3:0 gegen den Tupp Bocholt, steht damit im Finale. Wir haben jetzt gleich folgende Konstellation: Frieden gegen Düsseldorf, so heißt das Spiel um Platz 3, und Malhöls gegen BV 04 Düsseldorf, so heißt das Finale. Das alles nach einer kurzen Pause, bis gleich. Sportblick wird Ihnen präsentiert von Hitkamp GmbH, EDV-Beratung und Lösungen. Hitkamp GmbH. Mit uns als Softwareunternehmen an Ihrer Seite schaffen Sie den Sprung nach vorne. Tee trinken hält den Menschen fern von allen möglichen Krankheiten. Mit unserer Teekur entschlacken Sie und bauen anschließend das Immunsystem auf. Mit einer Auswahl unserer Kräuter- und Wellness-Tees unterstützen Sie die Kur. Wir freuen uns auf Ihren Besuch in unserem Shop. Mit uns gehen Sie fit durchs Jahr. Annettes-teehaus.de. Donner Media, TV- und Filmproduktion. Wir sind Ihr Ansprechpartner für die Videoproduktion. Ob Imagefilme und Produktvideos, Immobilienfilme, Moderationen und Reportagen fürs Fernsehen, Event- und Sportmoderationen. Donner Media TV und Filmproduktion, Ihr Ansprechpartner für professionelle Videos. Egal ob als Familie oder Einzelperson, Ferien an der Nordsee sind schön. Gemütliche Ferienwohnungen laden zum Verweilen ein und sind Startpunkt für viele Unternehmungen. Egal ob Strandurlaub oder Freizeitpark, lange Spaziergänge oder Fahrradtouren. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt. www.nordseeurlaub24.com. Darf es ganz individuell sein? Ein Schrank? Ein Treppenhaus? Ihr ganz persönliches Möbelstück? Holz ist unser Material und wir möchten, dass sich Ihre Träume in Holz verwirklichen. Tischlerei Tenhagen. Wohlfühlen mit Holz. Rufen Sie an. Wir beraten Sie gerne. 02543 218373. Wir freuen uns auf Sie. Sportblick wird Ihnen präsentiert von Hitkamp GmbH, EDV-Beratung und Lösungen. Hitkamp GmbH. Mit uns als Softwareunternehmen an Ihrer Seite schaffen Sie den Sprung nach vorne. Das Jugendturnier Westfalia Gemen und wir sind jetzt in der Finalrunde. Damit nochmal willkommen zum Sportblick. Und wir gehen jetzt sofort rein in die Partie im Spiel um Platz 3. Spielvereinigung Frieden gegen Fortuna Düsseldorf. Frieden spielt von links nach rechts. Das war doch ein Wunder. Es wurde ein sehr einseitiges, kleines Finale, obwohl es zunächst nicht danach aussah.
Zu Beginn war alles noch ausgeglichen. Düsseldorf ging mit 1:0 in Führung und kurz darauf gelang der Spielvereinigung direkt der Ausgleich. Frieden mit der nächsten guten Chance. Und als dann aber die Fortuna den 2:1-Treffer erzielte, war es vorbei mit dem ausgeglichenen Spiel. Zwar leistete Frieden noch reichlich Widerstand, aber als dann das 3:1 für Düsseldorf fiel, schien es so, als wenn die Spielvereinigung sich aufgegeben hatte. Es fielen noch die Treffer 4 und 5 für Düsseldorf, dann war Schluss. Platz 3 somit für Fortuna Düsseldorf. In den letzten Minuten hat man schon gesehen, Spielvereinigung Frieden hat sich aufgegeben. 5:1, klarer, deutlicher Sieg für Fortuna Düsseldorf, damit Dritter. Die Kamera schwenkt jetzt schon mal rüber ins Finale rein. Das Finale heißt nämlich jetzt TSV Mahlhüls gegen BV 04 Düsseldorf. Übrigens ein Spiel, was wir vorher in der Vorrunde ja auch schon gesehen haben. Und da gab es ein deutlich 6:2 für den TSV Mahlhüls. Und der TSV Mahlhüls ist klarer Favorit in dieser Partie und übrigens auch Titelverteidiger in der A-Jugend. Schafft es der TSV? Die Partie jetzt in einer kurzen Zusammenfassung. Und wer nun gedacht hatte, dass sich der TSV Mahlhüls locker den Titel holen würde, der sah sich getäuscht. Der BV 04 Düsseldorf mit einem 2:6 genau gegen diesen Gegner ins Turnier gestartet, hat sich von Spiel zu Spiel gesteigert und steht nun auch verdient im Finale. Düsseldorf gleich mit der ersten Chance. Auch die nächste Chance hatten die Düsseldorfer. Den Düsseldorfern sah man das Vertrauen an, das sie sich im Laufe des Turniers geholt hatten. Mahlhüls scheint eher überrascht, ob dieser Spielweise und Stärke der Düsseldorfer. Nichts mehr zu sehen von der Lockerheit aus dem bisherigen Turnierverlauf. Nur selten blitzte das gute Kombinationsspiel in den ersten Minuten auf und es wurde dann auch sofort gefährlich. Das war die Riesenchance zur 1:0-Führung. 60 Sekunden später wieder das tolle Spiel vom TSV und die nächste dicke Chance vertan. So langsam kehrt die Selbstsicherheit zurück. Doch der BV 04 blieb gefährlich. Die nächste Chance, Pfosten. Freistoß Düsseldorf. Was für ein Sahneschuss. Der schönste Treffer an diesem Tag. Hier nochmal in Zeitlupe. Und der hat genau gepasst. Damit geht Düsseldorf mit 1:0 in Führung und es waren genau 6 Minuten gespielt. Also noch genügend Zeit für Mahlhüls, um den Ausgleich zu erzielen. Die Angriffe wurden nun zielstrebiger, doch vor dem Tor klappte es noch nicht so ganz. So langsam aber sicher wurde dann die Zeit doch knapp. Nur noch 90 Sekunden zu spielen. Will der TSV zumindest ins 9-Meter schießen, dann muss der Ausgleich her. Und dann die Erlösung, dabei blieb es dann auch, also 9 Meter schießen und das war ebenso spannend wie das Spiel selbst. Zweieinhalb Tage, oder man könnte ja eigentlich schon sagen, wenn man die Uhrzeit so nimmt, 3 Tage. Ne? Turnierdirektor Harald Henkel, wie erleichtert bist du, dass alles vorbei ist? Ja, es ist natürlich aufgrund der Belastung, die man doch in den Knochen spürt, ist natürlich Erleichterung da. Wichtig ist aber, oder überwiegt eigentlich mehr die Freude, weil das Turnier über alle 3 Tage wunderbar abgelaufen ist. Es hat keine
nennenswerten Verletzungen gegeben. Es hat sehr gute Spiele gegeben. Es war ein tolles Niveau. Und mit einem Ende als Düsseldorfer, muss man sagen. Ich glaube, du hättest lieber Düsseldorf als Sieger gewünscht. Ja, natürlich. Ich fand natürlich ein besonderes Handicap die Tatsache, dass ein Düsseldorfer Verein im Endeffekt die Finalteilnahme von Fortuna vereitelt hat. Aber okay, ist ein Freundschaftsturnier, da spielen die Dinge eine untergeordnete Rolle. Aber ich freue mich natürlich, nachdem ich jetzt seit 15 Jahren im Münsterland bin, wenn man die Fortuna sieht. Und sie kommen auch immer gerne nach Borken. Wir haben 6 verschiedene Turniere gehabt. Wir haben aber 2 Mannschaften, die Pokal geholt haben. Also doppelt und gleichzeitig auch ihre Titel verteidigt haben vom Vorjahr. Das war der TSV Mahöls, einmal in der B-Jugend und in der A-Jugend. Ja, richtig. Man muss ganz klar sagen, wir haben, das ist auch so, nicht nur meine, sondern unsere Strategie insgesamt. Wir haben in Westfalen, im Vergleich jetzt beispielsweise zu meiner Heimat am Niederrhein, wir haben ja hier richtig Qualität. Wir müssen immer respektieren, dass Vereine wie der TSV Mahöls, wie Waltrop und wie sie alle heißen, Westfalia Herne, die sind sehr gut aufgestellt im Jugendbereich. Die leisten ganz tolle Arbeit. Wir hatten ja heute einen Prominenten zu Gast, den Christian Wettlow, der früher bei Schalke und bei Mainz 05 gespielt hat. Der Sohn ist Torwart beim MSV Duisburg. Und wenn man sich mit ihm unterhält, wir haben auch so über das Thema Sichtung, Scouting uns unterhalten. Da wird ja viel Aufwand betrieben. Aber inzwischen merkt man, das Münsterland war mal so ein weißer Fleck. Und SOS Stadtlohn als Beispiel ist ja jetzt auch Kooperationspartner von Schalke 04 geworden. Der VfB Waltrop ist schon seit einigen Jahren Kooperationspartner. Und die Top-Vereine merken, man braucht nicht so weit reisen, um gute Fußballer zu sichten. Oder gute Torleute zu sichten. Euer Torwart ist bester Torwart des Turniers geworden. Ja, der hat ein richtig gutes Spieljahr gemacht, ne, wo er auch überragend gehalten hat. Gut, will das nicht runterspielen, ist vielleicht auch immer so ein bisschen von den Gastmannschaften, von den Trainern so ein bisschen honorig gegenüber dem gastgebenden Verein. Aber nichtsdestotrotz freut es ja so einen Jungen und der Lukas hat vor allen Dingen, ich kenne ihn ja gut, ist ein Top-Torhüter, den habe ich übrigens mal zu geben geholt. Er hat nachher auch noch einen kleinen Bock eingebaut, aber das ist das Schicksal des Torwarts. Wenn der Fehler macht, ist häufig das Ding drin. Ne? Dann hat er meistens die A-Karte gezogen. Vor dem Turnier ist nach dem Turnier oder nach dem Turnier ist vor dem Turnier. Das heißt, eure Vorbereitungen laufen jetzt schon wieder für 2017. Ganz genau. Dann Jubiläumsausgabe zum 40. Mal. Gibt es da was Besonderes? Habt ihr da schon besondere Vereine in Sicht? Ja, wir werden da nochmal, wie heißt es neudeutsch, Feintuning. Da wird man sich schon nochmal ein bisschen was einfallen lassen. Ich habe heute gehört, wir wollen versuchen, die Idee kam jetzt nicht von mir, dieses Minikicker-Spiel, diese Einlage, die ja immer riesen Spaß macht, da wollen wir versuchen, die Mannschaft zusammenzubekommen, die vor 40 Jahren eingelaufen ist. Und da wär natürlich, das ist schon mal eine Top-Idee, die heute aufgekommen ist. Und wir werden mit Sicherheit versuchen, vielleicht den ein oder anderen Knaller, wie man so schön sagt, da noch einzubauen. Wir haben es ja jetzt gehabt mit Schalke 04, bei den ganz Kleinen ist natürlich im Schalke-Land auch schon ein Highlight. Sag mal, vielleicht kann man Borussia Dortmund noch dazu gesellen, dann wird es dann besonders lustig. Dann haben wir das Ruhrpott-Derby. Ich wünsche dir viel Erfolg für die 40. Ausgabe. Danke. Danke für eure Gastfreundschaft, gerne, die wir natürlich genossen haben. Und für uns heißt das, Sportblick ist damit zu Ende. Wir haben ein tolles Turnier gesehen, viele, viele Tore, einen verdienten Sieger in der A-Jugend und natürlich auch verdiente Sieger, was von F, E, D, C, B-Jugend betrifft natürlich auch. Für mich heißt das, bis dahin, machen Sie es gut. Ach ja, bis denne. Und bleiben Sie sportlich. Und tschüss.
Sportblick wurde Ihnen präsentiert von Hitkamp GmbH, EDV-Beratung und Lösungen. Hitkamp GmbH. Mit uns als Softwareunternehmen an Ihrer Seite schaffen Sie den Sprung nach vorne.